item that you sent me. I mean the monkey and the plywood, my only home. I practiced every night, now I am ready. First we take Manhattan, then we take Berlin. Your groceries here. When it's Father's Day and everybody's wounded, first we take Manhattan, then we take Berlin. Pergamon und der Pergamonaltar, der Thron des Satans. Vorab, über den Pergamonaltar bzw. den Thron des Satans finden wir unter http://de.wikipedia.org/wiki/pergamon und unter en.wikipedia.org/wiki/pergamon keine ausführlichen Beschreibungen. Das damalige Top-Weltwissen dort vor Ort, zum Beispiel größte oder zweitgrößte antike Bibliothek, wird erwähnt. In der englischen Ausgabe ist aber im entsprechenden Link ein kurzer Hinweis auf die aus christlicher Sicht satanische Vergangenheit bzw. Gegenwart dieses mittlerweile rein humanistisch angesehene Prunkstücks vorhanden. Dafür finden wir sehr Aussagekräftiges im Neuen Testament der Bibel, dem von dem weltreichen heutigen Pseudo-Initiierten bzw. Anhängern Pergamons aller Zeitalter nach wie vor subtil bekämpften Buch der Wahrheit. In Berlin kann man den Thron des Satans im Pergamon-Museum noch heute gegen Entgelt bestaunen. Und Besucher dort gibt es sehr viele. Alle gut informierten und zudem selbstständig, nicht nur politisch karrierebedacht denkenden Menschen wissen, welche alternative Bedeutung die Geschichte mit dem Pergamonaltar hat und welches Gericht er über den Entführer in Gänsefüßchen, das damalige Deutschland in Gänsefüßchen und dessen Rechtsnachfolger brachte. Aber davon hören wir dann später. Dass der Pergamonaltar, der Thron des Satans bzw. des andauernden humanistisch-kulturell verbrämten Satankultes war und wieder ist, wenn wohl nicht der einzige, aber bei der den damaligen und heutigen Römern der beliebteste, steht schwarz auf weiß in unserer Bibel, und zwar in Offenbarung Kapitel 2 Vers 12 bis 17, dem dritten Sendeschreiben Jesus an die christliche Mustergemeinde in Pergamon. Ich zitiere: Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst meinen Namen fest und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist.
Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche Leute dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen und mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Zitat Ende. Trotzdem wird wohl die Zahl der Christinnen und Christen eher klein sein, welche die vorstehenden Verse aus der abschließenden Offenbarung des Johannes kennt, beziehungsweise sich darüber tiefere Gedanken gemacht hat. Der Gegenpol Gottes, der Satan, bedeutet hebräisch Widersacher Gottes, hat ja kein Interesse daran, dass seine ständigen Niederlagen durch seine Wissenschaft publik gemacht werden. Ganz im Gegenteil, über seine durch ihn gehätschelte und auf ihn unter diversen anderen Namen eingeweihte Wissenschaftselite, die wenig mit echten Wissenden und selbstständig denkenden Köpfen gemein hat, erfindet er unter dem von ihm betriebenen Siegel des sogenannten ständigen Fortschritts stets neue situationsbezogene Welthalbwahrheiten und er spricht immer von seinem diesseitigen Frieden, wohl wissend, dass er und seine Anhängerinnen und Anhänger definitiv zum Gericht bestimmt sind. Er ist der aktuelle Gott, der weltweit unter vielen bekannten Namen dieser Erde drangsalierenden oder mild verführenden chaldäisch, ägyptisch, griechisch-römischen Reinkarnationsreligionen mitsamt ihren Himmelskönigen und ihren Dämonen bzw. Leitgeistern. Dies bestätigte bereits im 19. Jahrhundert eine der wichtigsten Exponentinnen des uralten, ewig heidnischen Leitgeistkultes, die Seherin Helena Petrowna Blavatsky. Unter anderem eines der Okkultvorbilder von Adolf Hitler und Konsorten und unseres aktuellen UNO-UH-Propheten Benjamin Cream. Sie stand damit wohl auch den von ihr inspirierten Erfinder der Piltdown-Man-Hoax mindestens indirekt Gevatter. Seine Versuchung, des sich zu unserer Errettung für kurze Zeit in der Gestalt des von einer Jungfrau geborenen Jesus Christus, gar unter die Menschen erniedrigenden Schöpfergottes, versinnbildlich einerseits sein quasi menschlich diesseitiges Machtdenken und andererseits seine ewige, diesseits aufgeklärte, kurzsichtige Dummheit. Er meint, obwohl bereits auf die Erde verbannt, gar Jesus Christus, der den Geist Gottes in Menschengestalt personifizierte, seinen ewigen Besieger und ursprünglichen Schöpfer verführen zu können und macht ihm dementsprechend klare Avancen. Hier mache ich nun einen Cut, denn die von mir bis hierhin zitierte PDF-Datei hat insgesamt 18 Seiten. Und es ist mir ehrlich gesagt also zu mühselig, diese 18 Seiten zu zitieren. Natürlich werde ich den Link zu dieser PDF-Datei mit in die Videobeschreibung packen und ich würde euch wirklich empfehlen, sie aufzurufen und durchzulesen, sodass ihr schlussendlich, ja, für meine These, so möchte ich mich mal ausdrücken, die noch folgt, einen verständnisvolleren Zusammenhang findet. Ja, was denkt ihr? Gibt es Zufälle? Ich habe zufällig in der BZ einen Artikel gefunden, eingestellt am 30. Januar 2013. Pergamon Altar bleibt 5 Jahre zu. Und zwar wird das Museum, das Pergamon-Museum, ab Herbst 2014 dicht gemacht. Es wird angeblich saniert. Und zwar dauert die Sanierungszeit bis 2019 an, ist jedenfalls geplant. Und komischerweise, ein paar Tage praktisch nachdem ich hier diesen Artikel gefunden habe,
kommt unser Papst Benedikt und gibt seinen Rücktritt bekannt. Und wie gesagt, also ich glaube nicht an Zufälle. Da solltet ihr euch vielleicht mal zwei, drei Gedanken drüber machen. Und ich werde dieses Video auf jeden Fall hier noch erweitern. Das heißt, ich werde noch ein zweites Video erstellen. Zwar nicht jetzt unbedingt auch nur über den Pergamon-Altar, sondern da geht es um 9/11 beispielsweise oder über das Erdbeben in Japan, was schon vor zigtausend Jahren vorausgesagt wurde. So, ich mach mal Schluss, ne? Tschüss!